Herzlich willkommen bei GenzTV 24 Daily an diesem wunderschönen Montag mit allen wichtigen Meldungen aus der Videospielbranche. Wir fangen an mit Battlefield und ja, Battlefield-Spieler erinnern sich sicher noch an den Battlelog, dieses ja, User-Interface aus der Hölle, könnte man sagen, das ja mehr falsch als richtig macht und das könnte demnächst schon einer neuen Benutzeroberfläche weichen. Das hat DICE auf dem Battlefield-Blog jetzt gemeldet. Unterstützt soll dieses ja diese neue Benutzeroberfläche von Battlefield 4, Battlefield Hardline und ab Oktober dann auch von Battlefield 1 werden. Und ja, es soll so das gemeinsame Spiel mit Freunden erleichtern. Ihr könnt dann schon, bevor das Spiel startet, in einen eigenen Trupp eben gehen mit euren Freunden, gemeinsam spawnen und müsst dann nicht im Spiel kompliziert noch Team wechseln, wenn einer im gegnerischen Team ist oder so. Das ja, sorgt ja eigentlich immer eher für Frust. Und endlich ist es soweit, endlich nimmt sich DICE dem an. Außerdem soll es einen fliegenden Wechsel zwischen den Spielen ermöglichen. Also ihr könnt dann, wenn ihr gerade in Battlefield 4 irgendwas gespielt habt und sagt, boah, ich habe jetzt Bock, Battlefield 1 zu spielen mit meinem Trupp, dann könnt ihr das, sofern ihr die Spiele natürlich besitzt, eben so gleich anschlusslos, nahtlos eben machen und gleich in eine Battlefield 1 Map dann joinen zum Beispiel. Derzeit läuft das Ganze im Beta-Test mit einem ja, kleinen Kreis an Spielern. Demnächst soll es da wahrscheinlich einen größeren Beta-Test geben, meldet DICE zumindest, und Infos zur Teilnahme, die sollen dann folgen. Dann könnt ihr das auch mal selber ausprobieren und ab Oktober dann natürlich in Battlefield 1, da wird es dann wahrscheinlich schon so ja, spruchreif sein, dass es dann da auch am Start ist und wir das alle zusammen genießen können. Ja, genießen können wir zurzeit auch den Steam Summer Sale, wenn wir nicht zu viel Geld ausgeben, ist ja immer das Geldgrab vorm Herrn, zweimal im Jahr. Reddit-User melden jetzt aber, denen ist aufgefallen, Counter-Strike Global Offensive kann ich mir zwar selber kaufen, aber es gibt ja bei Steam immer noch diese Option, ein Spiel als Geschenk zu kaufen und das dann weiter zu verschenken. Das geht aber nicht, zumindest nicht bei Counter-Strike Global Offensive. Das wurde jetzt auch von Valve bestätigt, der Valve-Mitarbeiter Ido Megal. Der schreibt auf Reddit, CSGO wird während des Summer Sales nicht verschenkbar sein. Unser Ziel mit den Sales ist, die Community zu vergrößern, und die Vergangenheit hat gezeigt, dass neue Spieler meistens Spiele für sich selber kaufen. Ja, das ist natürlich eine Scheißaussage, würde ich mal sagen, eine halbgare Antwort. Es ist in keiner Weise begründet, warum denn genau man jetzt ausgerechnet CSGO nicht verschenken kann, aber alle anderen Spiele. Ja, die Vermutung liegt da nahe, es gibt ja diese Keystores, diese Reseller, die dann bei den Sales eben massenweise Spiele kaufen, um die dann auf ihrer Website eben auch später nach dem Sale längerfristig für einen geringeren Preis zu verkaufen und damit eben Reibach machen wollen. Und man wirft jetzt Valve vor, dass die denen so ein bisschen das Geschäft vermiesen wollen, dass halt Valve mit seinem eigenen Spiel CSGO da vorlegt und sagt, nee, die paar Euros, die gönnen wir denen nicht, das unterbinden wir jetzt. Die können jetzt nämlich halt keine Vorräte an Keys anlegen und die später verkaufen. Würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht, wie ihr das Ganze seht, was ihr davon haltet. Klar, ist nicht bestätigt worden, dass es so ist, aber die Vermutung liegt eben nahe, und dann eben mit dieser ja, halbgaren Antwort auf Reddit hat es Valve meiner Meinung nach nicht wirklich besser gemacht. Ja, bleibt spannend, auch um Until Dawn bleibt es ja spannend, würde ich mal nicht sagen. Until Dawn 2, diese ja, Fortsetzung, die sich ja viele Fans wünschen von diesem Horrortitel, die wird wahrscheinlich nicht erscheinen, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Aktuell ist da nämlich kein Nachfolger in Arbeit. Das hat Pete Samuels, der Studio Director bei Supermassive, jetzt im Interview mit Games Industry ja, bestätigt. Der sagt, wir arbeiten derzeit an anderen Dingen, aber definitiv nicht an einem Until Dawn 2. Ja, schade eigentlich, weil das Spiel sah fantastisch aus, hatte so, ja, so diese Teenie-Horrorfilm-Atmosphäre irgendwie ganz gut rübergebracht und war halt ziemlich gruselig und war halt einfach mal was Neues mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, die man da hatte. Aktuell arbeitet Supermassive am Until Dawn VR Spin-Off Rush of Blood, das eigentlich mit Until Dawn ja überhaupt nichts zu tun hat. Man sitzt da in so einer, ja, in so Minen. Wagen in so einer Lore drin, fährt rum und ist im Prinzip ein Lightgun-Shooter. Und außerdem ist aber seitens Supermassive der Exklusivvertrag mit Sony beendet. Also die hatten ja bisher nur Spiele für die PlayStation 4 oder beziehungsweise für Sony-Geräte eben gemacht. Supermassive will in Zukunft auch für andere Plattformen entwickeln. Sie sagen aber, sie loben die Beziehung mit Sony, also da war kein Streit oder so, ist einfach nur, dass der Vertrag jetzt ausgelaufen ist und man sich da eben freut,
auch mal für einen PC vielleicht oder für die Xbox One irgendwas zu entwickeln. Und für die Zukunft sind auch schon neue Marken geplant. Until Dawn war ja auch jetzt eine ganz frische PlayStation-Marke, weswegen die wahrscheinlich auch so erfolgreich war. Ja, erfolgreich ist VR nicht wirklich, aber Oculus Rift ist auf einem neuen Weg. Vielleicht erinnert ihr euch, es gibt ja diesen Hardware-Check, der wurde im April eingeführt und der wurde jetzt schon wieder entfernt seitens Oculus. Mit dem Juni-Update weicht dieser Hardware-Check eben, der sollte es HTC Vive-Usern unter anderem unmöglich machen, diese Oculus-exklusiven Titel mit so Drittanbieterprogrammen wie Revive eben auch zu spielen. Die Spieler sahen in diesem Hardware-Check, der dann halt Informationen über euer System gesammelt hat, sahen da halt einen Eingriff in die Privatsphäre drin, was man auch nachvollziehen kann. Und wie gesagt, das Sicherheitsfeature war halt da, um diese DRM, dieses geistige Eigentum, dieses Urheberrecht der Entwickler zu schützen. Trat im April in Kraft, wurde jetzt wieder entfernt. Offizielles Statement gab es seitens Oculus und daher hieß es auch in Zukunft soll es keine Hardware-Checks im Rahmen von DRM-Maßnahmen mehr geben. Finde ich persönlich eine ziemlich gute Sache, weil es ist halt dann schon eine andere Sache, so ein Kopierschutz ist dann schon eine andere Sache als so ein tiefgehender Hardware-Check, der auf deinem PC alle möglichen Dateien durchsucht und schaut, ja, was hast du denn da so angeschlossen, beziehungsweise was hast du denn da so installiert? Und es gibt ja auch keine Garantie dafür, dass diese Informationen nicht irgendwie dann unter der Hand weitergegeben werden, etc. pp. Trotzdem betont man bei Oculus der Schutz des geistigen Eigentums von Entwicklern, also eben unter anderem auch dieser Kopierschutz, dieser Vervielfältigungsschutz, der ist maßgeblich für den Erfolg von VR und den muss man natürlich auch aufrechterhalten. Wie sie das machen, da bleibt es spannend, aber sicher nicht mehr mit Hardware-Checks, was ja für die Spielergemeinde dann schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Horror of the Orient. Was ist Horror of the Orient? Horror of the Orient ist der geistige L.A. Noir-Nachfolger, der seit längerer Zeit schon in Entwicklung ist. Man hat sehr, sehr lange nichts mehr davon gehört. Seit 3 Jahren gibt es eigentlich keine aktiven News mehr dazu. Und im Gespräch mit Gamehack bestätigt jetzt der ehemalige Produzent die Einstellung dieses Titels. Konkret ist er dabei nicht geworden. Er sagt nur, wir haben dafür gekämpft, das Projekt weiter am Leben zu erhalten und mussten es dann aber trotzdem einstellen. Das Entwicklerstudio hinter L.A. Noir, Team Bondi, das wurde 2011 von einer neuen Oberfirma übernommen, von Kennedy Miller Mitchell. Und 2013 hat dann scheinbar Warner Bros. Dem Projekt Horror of the Orient den Rücken gekehrt. Die Folge waren dann Entlassungen beim Team, auch der ehemalige Produzent musste Studio verlassen und ist aber eine ganz interessante Nummer. L.A. Noir, erinnert ihr euch ja, ist ja dieses in den 1940er, 50er Jahren in L.A. dieses Crime-Drama in der Open World. Und Horror of the Orient hätte so ähnlich ausgesehen, allerdings hätte es in Shanghai der 30er und 40er Jahre gespielt. Die Handlung hätte sich wieder auf die Unterwelt, auf Triaden und so dreckige Geschäfte fokussiert, wie man es halt aus L.A. Noir auch kennt. Und ganz interessant beim Setting ist, Shanghai war damals so dieser Sammeltopf für irgendwelche zwielichtigen Gestalten, weil die Einreise damals eben ohne Pass möglich war. Das heißt, jeder, der Dreck am Stecken hatte, der ist quasi nach Shanghai abgedampft, wenn er mal untertauchen musste. Und das hätte ein sehr spannendes Spiel mit Sicherheit ergeben. Tja, jetzt ist es wohl leider Geschichte. Was wirklich schade ist, L.A. Noir sieht heute für heutige Verhältnisse auch immer noch recht frisch aus. Das war damals auf der PlayStation 3 ein sehr potentes Spiel, würde man mal sagen. Vor allem die Gesichtsanimation, da hatte man so Verhörsequenzen, wo man dann herausfinden musste, ob derjenige lügt oder so. Wirkt auch heute noch recht frisch. Allerdings, Nachteil war halt diese Open World, die man zwar komplett befahren konnte, wo es aber eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu tun gab, abgesehen von der Hauptstory eben. Ja, und das war's auch mit den News für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und genießt euren Montag.